So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir am Kanal. Heute, Freunde, bin ich richtig aufgeregt, denn heute werden wir zum ersten Mal benzinbetriebene Kindermotorräder testen und ich bin schon richtig aufgeregt, denn letztes Mal haben wir Elektromotorräder getestet und diesmal Benziner. Boah, das wird so geil. Obwohl ich selber Motorradführerschein habe und große Motorräder fahre, bin ich wirklich aufgeregt, denn das ist irgendwie was Besonderes. Übrigens, die sind nicht so teuer. Die kosten zwischen 200 und 500 Euro im Gegensatz zu den Elektrobikes, die wir getestet haben letztens. Deswegen mega. Und ich hoffe, wir machen sie nicht kaputt und ich hoffe auch, dass sie getankt sind. Deswegen würde ich sagen, gehen wir raus zu der Garage und dann geht es los. Gott sei Dank sind die schon aufgebaut. Komm mit. Hallo, willkommen. Tut mir einen Gefallen. Guck nicht in die Garage rein, ja? Guck zu mir, nicht in die Garage. Weißt du, wie die aussieht? Eine Katastrophe. Okay, kannst du einmal zeigen. Aber nur ganz kurz. Das reicht, nicht mehr zeigen. So, pass auf. Okay, die Motorräder sind irgendwo hier versteckt, hinter den Kartons. Erstmal alles auf Seite zu. Okay, Freunde, hier sind sie, ihr seht, sind noch eingepackt. Ich habe die nicht ausgepackt, damit diese Überraschung, damit ich die zum ersten Mal sehe mit euch zusammen. Und dazu, wie ich schon sagte, brauche ich Hilfe. Und dazu habe ich den lieben Nico eingeladen. Herzlich willkommen. Yeah. Yeah. Wir haben ein kleines Motorrad, ne? Yeah. Du weißt, glaube ich, schon ein bisschen mehr Bescheid darüber. Yeah. Und ich weiß ein bisschen mehr Bescheid über das Größere. Ich würde sagen, wir holen die mal raus. Yeah. Und dann packen wir die zusammen aus. War das Kleine jetzt schon schwer? Geht, also ein Erwachsener kann es auch mit einer Hand schleppen, es ist nicht so schwer. Es geht eigentlich ganz okay. Oh, das ist geil, dass Selina später zum Motorrad fahren lernt. Boah. Mega, und dann noch in Rot. Ist es schon getankt? Weil es sonst? Riecht so, ne? Oh yeah. Ist getankt? Nein. Ich glaube, man kann es starten, aber nicht richtig fahren. Das heißt, gleich muss ich auf jeden Fall welches holen. Das hier, Oh. Da haben wir einen Kanister, sehr geil. Und hier sind noch Ersatzwerkzeuge. Okay, sonst ist nichts dabei. Darf ich mich einmal draufsetzen? Du darfst dich draufsetzen. Der ist wie Selina, der will direkt sitzen. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich ganz anders an als die Elektromotorräder. Meinst du, es hält mich aus? Lass mal kurz fühlen. Lass mal kurz fühlen. Fühlt sich anders an. Nicht so leicht, ist so geil. Also ich muss wirklich zugeben, also die Qualität ist natürlich ja halt, für 250 Euro könnt ihr natürlich nicht viel erwarten. Es ist okay. Ich bin noch nicht damit gefahren, es ist okay, aber es ist nicht berauschend. Ich denke mal, für Kinder, die das gerade üben wollen, ist genau das Richtige. Das Ding kannst du kaputt machen und 250 Euro traust du jetzt nicht so krass hinterher, wenn du dann 2000 Euro bezahlen würdest. Deswegen ist alles gut und außerdem kannst du ja alles austauschen hier. Wenn du angehender Motocrosser bist, dann musst du sowieso lernen, irgendwie die ganzen Sachen zu reparieren, weil es wird öfters auf die Fresse fliegen, das Ding. Okay, ich würde sagen, holen wir mal das nächste Ding. So, das ist jetzt mein Bike. Okay, hier muss man schon Kupplung ziehen. Okay. Oh, oh. Also das Ding kriege ich nicht einfach so hochgehoben. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Okay, das ist ein anderes Kaliber, Freunde. Machen wir das mal auf. Ist auch viel größer. Welche Farbe ist das? Was denkt ihr? Grün. Grün? Du? Blau. Okay. Ich sage gelb. Oh! Das sieht schon krass aus. Da Person unter 16 Jahren geeignet. Wie alt bist du? Über. 32? Okay. Fast. Fast. Unter tatsächlich. Was nee, ist das für eine Altersangabe? Das kann nicht sein. Da steht unter. Für Personen unter Schitter 6 Jahren verboten. Achso. Unter Schitter. Da steht A. Also das erweckt auf jeden Fall mein Vertrauen, Freunde. Das erweckt auf jeden Fall mein Vertrauen. So, was haben wir noch hier? Wir haben natürlich unsere üblichen verdächtigen Schraubenzieher. Das Ding ist bei diesen zwei Dirtbikes ist, ihr könnt die sowohl vormontiert bestellen als auch nicht montiert. Das kostet 50 Euro extra und wir haben natürlich vormontiert, weil wir hatten keinen Bock, die aufzuschreiben. Wir wollten lieber damit fahren. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, wie ich sehe, ist das Lenker. Der muss auf jeden Fall nach oben gestellt werden. Das muss ich hier locker machen und dann hochstellen, weil so kann ich ja nicht fahren. Seht ihr das? Aber ihr könnt schon mal gucken, zum Vergleich mit einem richtigen Motorrad. Das steht hier daneben. Guck mal hier. Bam! Viel kleiner ist sie jetzt nicht. Also von der Höhe und so weiter, das ist eigentlich fast genauso groß. Ach ja, und bevor wir jetzt losfahren und euer den Sound erstmal davon hört, und wir werden dann, denke ich mal, vergleichen mit der Honda Fireblade, damit ihr ungefähr den Eindruck habt, was das für ein Unterschied ist, so eine richtige Motorrad und so eine normale Motorräder, gibt es natürlich jetzt ein Bike-Porn. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. Thank you.
hoffe, ihr hattet Spaß beim Bike-Porn. Und jetzt geht es Soundvergleich. Der Nico startet jetzt mal die kleine. Ich hoffe, die geht jetzt an, also, weil es hat nicht so viel Sprit drin. Erstmal Schlüssel umdrehen. Hier vorne ist ein Benzinschalter, den müssen wir auf On stellen. Sonst tut sich da nichts. So. Ist das hier unser Choke? Bestimmt, ne? Egal, ich ziehe es einmal dran. Okay. Das hört sich schon mal gut an. Oh, warte, du musst mal Gas. Übrigens, das ist ein Zweitakter und das ist ein Viertakter. Habt ihr gesehen? Warte mal, ich starte die mal ganz kurz nochmal. Fahr mal eine Runde. Gestank. Richtig cool, aber wie gesagt, wir haben keinen Sprit da drin, deswegen wir müssen gleich ein bisschen tanken. Sobald man sich ein bisschen bewegt, dann geht das Ding aus. Und ja, das da hinten war auf jeden Fall der Choke. Sobald ich den angemacht habe, dann konnte man natürlich fahren. Sobald die Maschine warm ist, dann läuft die auch rund, hoffentlich. So, jetzt testen wir mal das Größere. Komm, kann man sich gar nicht vorstellen, wie laut dieses kleine Ding ist. Das ist unglaublich. So, bevor wir es einschalten können, müssen wir natürlich auch hier den Benzinschalter auf On stellen. Warte mal, in welche Richtung geht das? So, nach oben. Dann können wir hier auf der anderen Seite, hier steht es, Choke, anmachen. Der Schock ist dafür da, wenn die Maschine kalt ist, damit die einfach mehr Luft bekommt. Ihr seht, es ist schon hier ein anderes Antreten. Ich spüre gar keinen Widerstand. Oh. Ist aber leiser. Die ist ja leiser. Hier, das ist ein Viertakter. Aber jetzt hört sich voll krass. Hört schon ein bisschen gediegener an. Okay. Hey, was ist hier los? Ah, verdammt, verbrannt! Komm mal! Oh, das stinkt! Erster Gang! Der wird sich umbringen damit. Hast du gesehen, wie einfach es war, ein Wheelie zu ziehen? Das war mega einfach, das ist unfassbar. Pass auf, aber zum Vergleich zeige ich mal ein richtiges Motorrad. Ich schalte das mal ganz kurz an, dann könnt ihr mal ungefähr den Vergleich haben. Honda Fireblade, Freunde. Okay, wir wollen die Nachbarn nicht nerven. Bisschen lauter! Nichtsdestotrotz finde ich die Maschine sehr, sehr lustig, weil es ist so einfach, ein Wheelie zu ziehen. So, Freunde, wir besorgen uns jetzt Benzin. Ziehen uns beide an mit dem Helm am besten und dann sehen wir uns dann später in dem Wald. Los.
Ja, Leute, was soll ich noch zu den Bikes sagen? Ihr habt es gesehen im Video, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, damit zu fahren. Man konnte richtig geil damit üben. Und obwohl ich Motorradfahrer bin, habe ich tatsächlich noch viel mehr gelernt, wie man mit einem Motorrad umgeht, wenn man zum Beispiel ein paar Tricks macht, mit Wheelies macht und so weiter und so fort. Man lernt wirklich was dazu. Aber fairerweise muss man dazu sagen, dass die Bikes absolut nicht hochwertig verarbeitet sind. Das müsst ihr euch im Klaren sein. Also für 500 Euro das große und die 250 Euro die kleine, könnt ihr einfach nicht große Qualität erwarten. Das ist leider so. Wenn ihr die Dinger kauft, seid euch bewusst, ihr werdet auf jeden Fall öfters daran schrauben müssen. Wir sind ungefähr 3 Stunden mitgefahren. Zwischendurch ist mir der Gashahn abgefallen. Dann ist mir der Auspuff abgefallen. Dann ist mir der... Fairerweise muss man natürlich auch dazu sagen, dass wir die Bikes richtig schlecht behandelt haben. Aber die funktionieren noch. Viele Sachen sind nicht mehr dran, wie sie sein sollten. Oder viele Schrauben sind abgefallen. Aber sie gehen noch wunderbar. Also mein Fazit zu den Bikes, das ist ein guter Anfängerbike. Ihr lernt auf jeden Fall Motorradfahren, um zu schalten und mit Kupplung und so weiter. Ihr lernt das wirklich zu fahren. Das ist das Gute dabei. Aber wie gesagt, schrauben müsst ihr können. Oder ihr kennt zumindest jemand, der schrauben kann. Das ist sehr, sehr wichtig. So Leute, das war das Review zu den Kinder Motocross Bikes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Auf dieser Seite kommen wir zu weiteren lustigen Videos. Bei mir am Kanal links und rechts findet ihr alle Social Media, auf denen ich vertreten bin. Ich empfehle euch Instagram. Dort zeige ich euch ein bisschen mehr Tricks mit dem Bike. Und direkt unter mir kann mich kostenlos, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.